Unter die letzten acht zu kommen, ist wirklich eine tolle Leistung. Aber nur ein Team kann ins Halbfinale einziehen. Ich wage keine Prognose, Wolf. Es dürfte entscheidend sein, wer hier besser ins Spiel reinkommt. Jetzt sehen wir hier die Aufstellung der DFB-Frauen für heute. Sie treten hier heute in einem 4-5-1 an, setzen also mutmaßlich vor allem auf ihr Mittelfeld. Darüber wollen sie Dominanz ausstrahlen. Ist nicht leicht, gegen so eine Mannschaft zu spielen, denn die haben offensiv natürlich viele Optionen. Die deutsche Frauennationalmannschaft hat ja schon viele großartige Turniere gespielt. Aber der Gewinn der WM 2003 in den USA war besonders dramatisch, wie ich finde. Ja, finde ich auch. Im Endspiel gingen die Schwedinnen ja in Führung, bevor Deutschland in der zweiten Halbzeit durch Maren Meinert ausgleichen konnte. Und Nia Künzer dann in der Verlängerung per Kopfball und Golden Goal den Siegtreffer gemacht hat. Anpfiff und los geht's. Leupolz. Ja, da ist Platz jetzt. Jetzt helfen sie hier. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Und sie verliert das Duell gegen die Torhüterin. Und die hat hier natürlich klasse reagiert. Die Ecke kommt. Ja, das sah gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Und es gibt Einwurf, der Ball war draußen. Jetzt Marozsán. Ah, ärgerlich, Ballverlust. Ah, das sieht gut aus. Der Ball kommt wieder zurück. Ah, das hätte gefährlich werden können. Muss Einwurf geben. Und da ist der Ball wieder weg. Da wäre jetzt Platz.
geht da mit vollem Einsatz zum Ball. So langsam wird es gefährlich. Gute Aktion. Ja, könnte was werden. Kommt jetzt die Flanke. Sieht gefährlich aus. Da kommt die Flanke. Schade, da war sicher mehr drin. So, die Teams sind auf dem Platz. Noch ein paar Worte zum Wetter, bevor es losgeht, Buschi. Ja, was soll man da groß sagen? Nicht, ja, sagen wir mal, die besten Bedingungen. Aber solange der Schneefall nicht stärker wird, dürfte es keine allzu großen Probleme geben. Jetzt kommt die Ecke. Der Ball wurde weggefaustet. Ballverlust. Gute Gelegenheit. Gefährlich. Gut verteidigt. Und Marusan. Guter Pass, so machen sie das Spiel breit. Könnte jetzt was werden. Klasse Pass. Jetzt ist es gefährlich. Super dieses Zuspiel. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Leupolz. Marusan. Das macht sie gut, setzt die Gegenspielerin unter Druck und jetzt ist der Ball draußen. Und schon ist der Ball weg. Gute Aktion. Ja, könnte was werden. Super Aktion, das ist die Balleroberung, unwiderstehlich. Jetzt können sie vielleicht kontern. Sie drängen nach vorne, guter Aufbau. Hereingabe jetzt. Der Ball kommt rein, aber doch nicht gut genug. Jetzt Marusan. Ja, könnte gefährlich werden jetzt. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Marusan. Leupolz. Sieht gefährlich aus. Gefährlich! Jetzt der Ballverlust. Unaufhaltsam. Sie lassen den Ball da jetzt gut laufen. Flagge kommt ganz weit. Sicher gehalten den Kopfball, aber das war dann auch keine Herausforderung. Nö, der war viel zu schwach und unpräzise, um irgendwelche Probleme zu machen. Leupolz. Klasse Pass. Jetzt ist es gefährlich. Gute Aktion. Die kurze Variante. Der ist noch heiß. Ja, könnte was werden. Guter Einsatz, aber jetzt Einwurf. Ballverlust. Gibt Freistoß für die DFB-Frauen.
Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Guter Ball nach draußen. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Da können Sie jetzt flanken. Gut aufgepasst, sie kann klären. Leupolz. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Jetzt hat sie Platz für die Flanke. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Sieht gefährlich aus. Gefährlich! Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden Sie keine Lücke. Oh, da wären Sie doch noch gestoppt. Das war eine gute Gelegenheit. Klasse Pass. Jetzt wird's gefährlich. Gute Aktion. Ja, könnte was werden. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Ball ist jetzt erstmal raus. Gute Parade. Maruša. Leupolz. Sie lassen sie jetzt erstmal kommen. Sieht gefährlich aus. Sie lassen den Ball da jetzt gut laufen. Gefährlich! Und diesen Ball hat sie sicher. Gute Aktion. Fängt diesen Ball ab. Erneut ein guter Pass von ihr. Und das ist nicht das erste Mal heute. Klasse Pass. Jetzt ist es gefährlich. Ja, da ist Platz jetzt. Jetzt vielleicht die Flanke. Da läuft der Ball. Ich weiß gar nicht, der wievielte. Ja, der Schuss jetzt. Kein guter Abschluss hier. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Gute Aktion. Tolles Zuspiel. Sie können, und das war knapp, aber es war abseits. Und zu Recht geht die Fahne da hoch, auch wenn es knapp war. Auch der Pass kommt an. Also da ist sie heute extrem sicher. Ja, könnte was werden. Sie spielen die einfachen Bälle, holen sich so Sicherheit und legen sich den Gegner langsam zurecht. Gute Chance für eine Flanke. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Pass auf außen. Ja, das könnte was werden jetzt. Ganz stark.
schön, wie sie da die Offensive unterstützen. Gute Aktion. Flache Flanke jetzt. Die Flanke ist gar kein Problem für sie. Klasse Pass jetzt. Das war jetzt keine Gefahr. Den hält sie problemlos. Jetzt Marušan. Wir stehen da sehr tief und überlassen dem Gegner so ein bisschen die Initiative. Ja, wird hier gut unterstützt. Ja, gibt Vorteil, vielleicht die Chance mit dieser Flanke. Es gibt hier den Freistoß für Deutschland. Ja, sie werden den Ball scharf reinbringen und wir gucken, was sie draus machen. Ball in den 16er. Sie kommen über den Flügel. Jetzt kann die Hereingabe kommen. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Das Zuspiel draußen auf dem Flügel. Klasse Aktion, Ball ist weg. Leupolz. Und Marušan. Klasse Pass. Klasse Flanke. Jennifer Marušan. Gehalten, ganz stark. Und erstmal geklärt. Jetzt können sie flanken. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Und das gibt Ecke. Ecke kommt kurz. Jetzt die Flanke. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Blockt den Schuss erstmal ab. Zweikampf hier und das wird Einwurf geben. Leupolz. Jetzt Marušan. Wird das seine Torchance? Sie hat den Ball. Gutes Tackling. Setzt gut den Körper ein. Sieht gefährlich aus. Aha, Ball springt weg. Keine optimale Technik hier, aber da war es auch eng.
Leupolz. Nun Marojan. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Ruhiger Spielaufbau, das sieht gut aus. Gute Chance für eine Flanke. Gutes Tackling. Sie hat sich fair vom Ball getrennt. Hat jetzt Anspielstation. Direkt wieder zurück. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Gute Aktion. Sie bekommen den Abstoß. Bitter für sie. Sie muss ausgewechselt werden. Hoffen wir, dass sie nicht allzu schwer verletzt ist. Leupolz. Nun Marojan. Gefährlich! Und die Möglichkeit! Leupolz! So, da ist die Führung absolut verdient, oder? Ja, das machen sie gut, setzen ihr Konzept straight um. Nur die Tore haben bisher gefehlt, aber das hat ja jetzt funktioniert. Sie investieren mehr in diesem Spiel. Insofern verdienter Treffer für mich. Für dich auch? Absolut. Sie haben das Spiel jederzeit unter Kontrolle. Und wenn Sie so weitermachen, wird es schwierig für die anderen. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Guter Vorstoß, kann was werden. Klasse Einsatz. Jetzt vielleicht die Flanke. Ball schon wieder weg, gut gemacht. Leupolz. Da kommt die Anzeige zur Nachspielzeit. 3 Minuten gibt es obendrauf. Leupolz. Nun Marojan. Und jetzt können wir uns diese Szene nochmal anschauen. Platzierter Schuss, rechts unten geht der Ball rein. Eine super Aktion. Da wäre Platz auf außen.
Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Ja, die Flanke bringt nichts ein. So, das ist jetzt natürlich schon klasse, was sie da machen. Enorm ruhig, ballsicher, diszipliniert. So der letzte Drang nach vorne ist momentan nicht zu sehen, aber sie liegen halt vorne und wer will es ihnen verdenken? Halbzeit in diesem Viertelfinale und sie liegen vorne. Sie sind natürlich noch nicht durch, dafür ist noch viel zu lang zu spielen, aber zumindest sind sie auf dem richtigen Weg.